Ansprache. Königin Elisabeth live in RTL aktuell zum Tod von Prinzessin Diana. Video aufgetaucht. Das Hotel Ritz in Paris veröffentlicht letzte Aufnahmen von Diana und Dodie. Truppenabzug gestoppt. Nach Selbstmordattentat zieht Israel keine Soldaten mehr aus dem Westjordanland ab. Guten Abend und herzlich willkommen bei RTL aktuell. Nach dem neuen Selbstmordanschlag in einer Fußgängerzone von Jerusalem hat Israel heute jeden weiteren Rückzug aus dem Westjordanland abgelehnt. Führende Politiker des Landes drohten auch damit, in den besetzten Gebieten notfalls militärisch einzugreifen, um Terroristen auszuschalten. Bei dem gestrigen Sprengstoffanschlag hatten mehrere Attentäter 4 Israelis mit in den Tod gerissen. Tränen und tiefe Trauer bei den Schülern einer Jerusalemer Schule. 2 der Opfer des Anschlags waren ihre Mitschülerinnen, gerade mal 14 Jahre alt. Ein 6 Monate altes Baby, das auf dem Arm der Mutter verwundet wurde, liegt zusammen mit vielen anderen Verletzten im Krankenhaus. Der Schock bei vielen sitzt noch tief. Trotz der Toten und Verletzten wird die Friedensmission von US-Außenministerin Albright wie geplant stattfinden. Noch am selben Abend bestätigte Albright dies und setzte gleichzeitig Palästinenserführer Arafat weiter unter Druck. Er solle endlich den Terror der Hamas stoppen. Aus den besetzten Gebieten stammt doch der Terror, erklärt der Sprecher Netanjahus Bar-Ilan heute nach einer Kabinettssondersitzung. Es wäre doch absurd, wenn wir noch mehr Land an die Palästinenser zurückgeben. Nur wenige Stunden nach dem Selbstmordattentat mussten die Israelis einen zweiten schweren Schlag hinnehmen. 11 israelische Soldaten sterben bei einer gescheiterten Kommandoaktion im Süden des Libanons. 20 Kilometer südlich der Stadt Sidon lieferte sich die Truppe offenbar Kämpfe mit Hisbollah-Milizen und der libanesischen Armee. Es sind die schwersten Verluste der israelischen Armee in den letzten 12 Jahren. Wie nicht anders zu erwarten, hat der Bundesrat heute erneut die Steuerreformpläne der Bundesregierung abgelehnt. SPD und Koalition wollen aber schon nächste Woche im Vermittlungsausschuss versuchen, doch noch einen Kompromiss zu finden. Bundeskanzler Kohl sagte nach dem Strategiegipfel von Andex, dass er sehr an einer schnellen Vereinbarung mit der SPD interessiert sei. Aus Bonn berichten Jutta Bielich und Elisabeth Dobheide. Kabinettsdebatte und Koalitionsprobleme hat der Kanzler fürs Erste zu den Akten gelegt. Nach der Klausur im Kloster Andex wollen die Unionsschwestern CDU und CSU wieder im Gleichschritt ihrem Vormann folgen. Ich bin guter Stimmung, es läuft und das Klassenziel wird erreicht, werden die Opposition schlagen, wie sich das gehört. Doch die ließ heute im Bundesrat die Koalition erst einmal wie erwartet auflaufen. Die SPD-Länderfürsten hoben keine Hand für das Steuerreformkonzept der Bundesregierung. Überraschend einig waren sich dagegen die Kontrahenten beim Problem innere Sicherheit. Mit einem harten Kurs gegen Verbrecher will sich jetzt auch die SPD beim Wähler profilieren. Ob Schröder oder Stoiber, die Konzepte sind nahezu austauschbar. Deswegen würde ich empfehlen, dass wir diese Diskussion nicht parteipolitisch führen, sondern um die Sache ringen und versuchen, etwas zu Wege zu bringen, was sich dafür eignet, die Probleme zu lösen. Bei so viel Gemeinsamkeit wurde es dem FDP-Justizminister heute mulmig. Er fürchtet eine große Koalition, die die Stammtische erobert und die Liberalen ins Abseits drängt. Und nun weitere wichtige Meldungen in der Zusammenfassung. Soltau. Mit der Verhaftung von 5 Männern ist einer der größten Raubüberfälle auf Geldtransporter in Deutschland aufgeklärt worden. Wie die Polizei erst heute bekannt gab, wurden bei dem Überfall im März dieses Jahres 7 Millionen Mark gestohlen. Bisher hieß es, es wären nur mehrere 100.000 Mark gewesen. Dem Kopf der Bande, einem 25-jährigen Mann aus Wismar, kamen die Fahnder in Südafrika auf die Spur. Rostock. Im Überseehafen der Hansestadt beschlagnahmten Zollfahnder heute 40 Tonnen Rindfleisch, das vermutlich aus Großbritannien stammt. In den 10 Kisten fanden sie Fleischstücke, aus denen die Herkunftsstempel herausgeschnitten waren. Zudem entdeckten sie Reste britischer Stempel. Wegen der Rinderseuche BSE besteht ein weltweites Exportverbot für britisches Rindfleisch. Havanna. Innerhalb von 30 Minuten explodierten in 3 dicht beieinander liegenden Hotels der kubanischen Hauptstadt 3 Sprengsätze. Dabei wurde ein italienischer Tourist getötet. Die kubanische Regierung macht radikale Exilkubaner aus den USA für die Anschläge verantwortlich. Die US-Regierung verurteilte die Anschläge. Moskau.
In der russischen Raumstation Mir bereiten sich der Amerikaner Fowl und sein russischer Kollege Salavjov auf ihren ersten Weltraumspaziergang vor. Dabei sollen sie morgen das beschädigte Spektrummodul untersuchen und Solarzellen mit der Hand in Richtung Sonne drehen. Dieser Allausflug wird mindestens 6 Stunden dauern. Ein riskantes Unternehmen, denn ihre Sauerstoffvorräte reichen für maximal 7 Stunden. Monza. Große Ratlosigkeit bei Michael Schumacher. Beim freien Training zum Großen Preis von Italien hatte der WM-Favorit technische Probleme mit der Hinterradaufhängung seines Ferrari. Schumacher kam nur auf Rang 13 und hatte mehr als 2 Sekunden Rückstand auf den trainingsschnellsten Heinz-Harald Frentzen. Wesentlich besser lief es auch für Schumachers WM-Konkurrenten Jacques Villeneuve. Der Kanadier wurde Zweiter, Ralf Schumacher belegte Platz 9. Die Trauer um Prinzessin Diana hat auch am 6. Tag nach ihrem tragischen Tod nicht nachgelassen. Inzwischen bereitet sich das Land auf Dianas Begräbnis morgen vor. Es wird eine der größten Veranstaltungen sein, die das Vereinigte Königreich je gesehen hat. Großbritannien vor der Trauerfeier, das wird auch jetzt unser Schwerpunkt in der Sendung sein. Dazu begrüße ich Peter Klöppel in London. Peter, es gab und gibt einige Überraschungen heute. Das kann man wohl sagen. Sie zu Hause und wir haben es natürlich alle nur zu deutlich gehört in den letzten Tagen. Das britische Volk hat auf eine Reaktion der Königin geradezu inständig gewartet. Man hat fast danach gebetet, dass die Königin irgendetwas sagt. Die Zeitungen waren voll mit Schlagzeilen wie: Wo seid ihr, Königin? Sprecht mit uns, Madam. Teilt mit uns unsere Trauer. Aber es kam nichts aus dem Buckingham-Palast. Die Königin hat sich ja zusammen mit der Familie weiter in den Ferien aufgehalten und sie ist erst heute Morgen hierher nach London gereist. Das heißt, die Briten haben die ganze Zeit auf eine Reaktion gewartet und sie werden nicht enttäuscht. Heute Abend, genauer gesagt in etwa 6 bis 7 Minuten, also um Punkt 19 Uhr deutscher Zeit, um Punkt 18 Uhr britischer Zeit, wird die Königin eine Ansprache halten an das Volk. Eine Ansprache live hier hinter mir aus dem Buckingham-Palast. In einem der Fenster kann man schon, das können Sie wahrscheinlich nicht erkennen, ein Fernsehlicht sehen. Dort sitzt die Königin in diesem Moment und bereitet sich auf ihre wahrscheinlich wichtigste Rede ihrer Amtszeit vor. Normalerweise spricht sie ja nicht ans Volk, eigentlich nur dann, wenn sie eine neue Parlamentssession eröffnet. Und sie hat einmal auch gesprochen zum Ende des Golfkrieges im Februar 1991, um ihren Landsleuten Mut zu machen. Nun wird sie also noch einmal zu den Briten sprechen, das Ganze um 19 Uhr. Wir werden das natürlich live von hier übertragen. Und ich denke, dass Sie dann sicher auch dabei sein werden. Es gab aber auch andere Neuigkeiten heute aus Paris. Die Familie Al-Fayed ist heute mit einem Video an die Öffentlichkeit gegangen, das Diana und ihren Begleiter Dodi zeigt, wie sie das Ritz am frühen Sonntagmorgen verlassen haben, also kurz nach Mitternacht. Die letzten Aufnahmen der lebenden Diana waren von der hauseigenen Kamera des Luxushotels aufgenommen worden. Die Bilder, so der Sprecher der Fayeds, zeigen deutlich, dass der Fahrer das Hotel in normalem Tempo verlassen hat. Antonia Rados mit den Einzelheiten. Die Aufnahmen zeigen, wie am vergangenen Samstagabend gegen 22 Uhr Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed vor dem Hotel Ritz eintreffen. Mehrere Männer, offenbar Hotelangestellte oder Fotografen, sind auch zu sehen. Zu sehen ist auch Henri Paul, der betrunkene Chauffeur. Die Anwälte des Ritz verlangen nun aber nochmals einen Alkoholtest. Eine Überwachungskamera innen zeigt zur selben Zeit, wie Paparazzi den Wagen bedrängen und die Prinzessin beim Aussteigen aus dem Wagen fotografieren. Minuten später betritt Diana, gefolgt vom Leibwächter und Dodi Al-Fayed, das Hotel. Eine andere Kamera beobachtet dann eine Geste der Zuneigung von Dodi Al-Fayed für Prinzessin Diana. Offenbar, um die Paparazzi abzuschütteln, verlässt dann das Paar kurz nach Mitternacht durch einen Hintereingang zusammen mit Chauffeur und Leibwächter das Hotel. Auf diesen Aufnahmen ist auch kein Fotograf zu sehen. Für die Besitzer des Hotel Ritz, die Familie Al-Fayed, die diesen Film freigegeben hat, ein Beweis, dass der Chauffeur die Fotografen auch gar nicht provozieren konnte. Nur wenige Minuten nach diesen Aufnahmen verunglücken die Prinzessin, ihr Freund Al-Fayed, der Chauffeur und der Leibwächter unter der Pont d'Alma. Der Trauerzug und die Trauerfeier morgen hier in London werden einen Massenansturm auslösen, wie ihn selbst diese Welt- und Millionenstadt nie erlebt hat. Nach allen Voraussagen wird zumindest der Verkehr in der Stadt völlig zum Erliegen kommen. Probleme mit der Versorgung der Trauergäste mit dem Nötigsten scheinen auch nicht zu vermeiden zu sein. Jens Schregelmann über die Vorbereitungen. Über 6 Millionen Trauergäste werden morgen in London erwartet. Das ist so viel, wie wenn alle Einwohner von Berlin, Hamburg und München an einem Ort zusammenkämen.
Es bedeutet rund 1000 Menschen pro Meter Strecke des Trauerzugs. Und es bedeutet eine fast unlösbare Aufgabe für die britische Polizei. Die Sicherungsarbeiten wie das Verkleben von Gullis sind dabei das geringste Problem. Die schiere Masse wird zur Bedrohung für den Einzelnen. Das ist ein noch nie dagewesenes Ereignis. Die Menschen werden für Stunden in der Menge eingeschlossen sein, ohne Chance rauszukommen. Zusätzlich muss die Polizei zahlreiche Ehrengäste schützen. Da es kein offizielles Staatsbegräbnis ist, reisen zwar keine Staatsoberhäupter an, aber aus den USA kommt ebenso Präsidentengattin Hillary Clinton wie Bernadette Chirac aus Frankreich. Die Straßen rund um Althorp, den Familiensitz der Spencers, sind jetzt schon gesperrt. Hier wird Dianas Körper beigesetzt und nichts soll ihre letzte Ruhe stören. Deshalb soll sie auch nicht wie bisher vorgesehen in der öffentlich zugänglichen Familiengruft liegen. Ihr Grab wird auf einer Insel in einem Parksee auf dem Landsitz sein, fernab von allem Trubel. Bei mir steht jetzt hier in London Prinz Eduard von Anhalt, ein Cousin übrigens von Prinz Charles. Guten Abend, Herr von Anhalt. Wir wollen uns gemeinsam zunächst einige Bilder anschauen, die heute hier vor dem Buckingham-Palast entstanden sind. Denn die Queen hat sich ihrem Volk gezeigt. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann, dem Duke of Edinburgh, die Millionen eigentlich von Blumengebinden angeschaut, die sich rund um den Buckingham-Palast angesammelt haben. Aber nicht nur dort, auch vor dem Kensington-Palast gibt es Blumengebinde, kleine Teddybären und andere Dinge, die Menschen mitgebracht haben. Und immer wieder Briefe, die sie an Diana geschrieben haben und an Dodie, in dem sie ihre Trauer ausdrücken. Es ist ein relativ unerwarteter Anlass gewesen. Man hatte nicht damit gerechnet, dass die Queen sich ihren Untertanen so direkt zeigen würde. Offensichtlich hat sie wohl gemerkt, es muss etwas passieren. Ich muss jetzt mit den Menschen reden, die ja auch für mich, also für die Queen, eine gewisse Stabilität bedeuten in ihrem Leben. Und wenn sie diese Stabilität aus dem Ruder wirft, dann kann sie natürlich auch nicht weiter so als Queen agieren, wie sie es normalerweise tun würde. Das heißt, sie hat sich länger unterhalten mit den Menschen hier am Buckingham Palast. Sie ist aber nicht die einzige gewesen aus der königlichen Familie. Auch Prinz William und Prinz Harry, das heißt also die Kinder von Prinzessin Diana, sind heute am St. James Palast gewesen, haben sich dort die Blumengebinde angeschaut und auch mit Menschen gesprochen, ebenso Prinz Charles. Das heißt also, die Königsfamilie hat reagiert, die Königsfamilie musste reagieren, denn es war einfach Zeit, dass man 5 Tage nach dem Tod von Diana die Briten, so wie es scheint, mit ihrer Trauer nicht allein lassen. Prinz Eduard von Anhalt, wieso hat es so lange gedauert, bis die Queen reagiert hat? Also ich glaube, es ist von den Zeitungen aufgebauscht worden. Man muss doch Verständnis dafür haben, dass eine Großmutter und ein Vater sich erst einmal um die Jungen kümmern muss. Das sind ja die Schwächsten in diesem Glied und denen steht jetzt eine Riesenprozedur gegenüber. Sie sehen, was hier für ein Aufgebot ist. Ich glaube, das größte Medienspektakel des Jahrhunderts. Und sie darauf vorzubereiten, dazu mussten sie in Schottland bleiben, weil das ist einfach, es ist einfach eine solche Anspruch an diese Kinder. Und die Liebe der Großmutter und die Liebe des Vaters gingen voraus. Wie müssen wir uns das vorstellen, was sich da in Balmoral abgespielt hat in den vergangenen Tagen? Ja, ich meine, nachdem Charles seinen Kindern nun diese böse Nachricht bringen musste, hat er probiert, sie natürlich abzulenken. Sie haben gebetet, sie sind ja zusammen auch in der Kirche gewesen, das wurde gezeigt. Und man hat gemerkt, dass sie nach und nach sich auch gefangen haben. Sie sind reiten gewesen, sie sind spazieren gegangen, sie haben über das Leben geredet, sie haben wirklich noch einmal die Liebe zu ihrer Mutter entdeckt. Und ich glaube, dass Prinz Charles hier eine so sehr positive Bild auch von ihrer Mutter gezeichnet hat. Denn ich meine, man weiß, dass in den letzten Wochen Briefe geschrieben und gewechselt haben zwischen beiden, wovon Liebe Diana und Love Charles und so weiter die Rede war. Also es ist sehr, sehr positiv gewesen und gerade deswegen so tragisch. Für alle Zuschauer, die sich möglicherweise jetzt auch erst eingeschaltet haben, wollte ich Ihnen nur kurz noch einmal sagen, um Punkt 19 Uhr erwarten wir eine Live-Fernsehansprache der britischen Königin, die vom britischen Fernsehen BBC übertragen wird. Wir werden diese Live-Ansprache natürlich auch hier in unserem Programm senden. Deswegen haben Sie noch bitte etwas Geduld. Ich will noch ganz kurz auch fragen zu dem Verhältnis von Prinz Charles zu Diana. Hat er nicht möglicherweise auch Schuldgefühle, dass er denkt, er ist möglicherweise mitschuld an ihrem Tod? Also aus von Freundeskreis, aus dem ich gehört habe, war
Das ist eben ganz klar, dass der Charles furchtbar gelitten hat. Er hat also wirklich geweint. Es gibt sogar Bilder von ihm, wie er weint. Die sind nicht in deutschen Zeitungen erschienen, aber sie sind in deutschen Zeitungen und anderen. Dass ein Windsor weint, das hat Diana ihm beigebracht. Und ich glaube, das wird die ganze Familie revolutionieren. Was denken Sie, kommt jetzt auf ihn zu? Wie muss er seine Söhne behandeln in den kommenden Jahren? Moment, Sekunde, ich höre eben gerade, die Queen hat eben gerade wohl mit ihrer Ansprache begonnen. Wir schalten uns direkt live rein. Von der ganzen Welt gehört, wie traurig man ist, ob dieses tragischen Todes. Wir versuchen alle, mit diesen furchtbaren Nachrichten fertig zu werden. Es ist nicht einfach auszudrücken, was uns dieser Verlust bedeutet. Und andere Gefühle folgen der Bestürzung. Man wagt es nicht zu fassen, man ist ärgerlich. Man ist bekümmert, was wird werden. Und wir haben alle diese Gefühle in den letzten Tagen durchgemacht. Und was ich Ihnen jetzt als Ihre Königin sagen möchte und als eine Großmutter, kommt von meinem Herzen. Zunächst einmal möchte ich meine Ehrerbietung Diana gegenüber erweisen. Sie war eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, talentiert. In guten Zeiten wie in schlechten Zeiten hat sie nie verlernt zu lächeln, zu lachen. Sie hat immer anderen Mut gegeben mit ihrer Wärme, mit ihrer Nettigkeit. Ich habe sie bewundert und respektiert für ihre Energie und für ihr Engagement für andere und wie sie sich ihren beiden Söhnen gewidmet hat. In dieser Woche in Balmoral haben wir alle versucht, William und Harry zu helfen, über diesen Verlust hinwegzukommen, aber wir alle leiden natürlich. Niemand, der Diana gekannt hat, wird sie jemals vergessen. Millionen andere, die sie jemals getroffen haben, aber das Gefühl hatten, sie zu kennen, werden sich ihrer erinnern. Ich bin der Auffassung, dass man aus ihrem Leben lernen kann, auch von den Reaktionen auf ihren Tod. Ich bin wie sie entschlossen, ihr Gedenken lieb zu halten. Das ist auch die Chance für mich hier im Namen meiner Familie, im Besonderen Prinz Charles und William und Harry, ihnen allen zu danken, die sich hier Blumen niedergelegt haben, Karten geschickt haben und Diana die Ehre erwiesen haben, einer ganz besonderen Persönlichkeit. Das ist in der Tat ein Quell des Trostes. Unsere Gedanken gehen natürlich auch zur Familie Dianas und den Familien derer, die mit ihr gestorben sind. Ich weiß, dass auch sie Trost gezogen haben aus den Ehrerbietungen und alle versuchen, das Leiden zu überwinden und wissen, dass sie sich einer Zukunft stellen müssen ohne einen geliebten Menschen. Ich hoffe, dass wir morgen, gleichgültig wo wir sein werden, alle unserer Trauer Ausdruck verleihen können, aber auch Dankbarkeit, dass es sie überhaupt gegeben hat, wenn auch ihr Leben viel zu kurz war. Es ist eine Möglichkeit, der gesamten Welt zu zeigen, dass die britische Nation in ihrer Trauer gemeinsam dasteht. Diejenigen, die gestorben haben, mögen im Frieden ruhen. Und wir sollten alle Gott dafür danken, dass er letztendlich uns Trost erweisen kann und doch Menschen wieder glücklich machen kann. Das war die Ansprache von Königin Elisabeth II., eine relativ kurze Ansprache, etwa 2 Minuten. Aber sie hat, glaube ich, die entscheidenden Worte gesagt. Sie hat Diana noch einmal gewürdigt. Sie hat ihre Ehrerbietung gegenüber der verstorbenen Prinzessin ausgedrückt. Sie sagte, sie sei eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen. Sie, die Queen, habe Diana bewundert, ganz besonders für ihre Energie und auch für ihre Fröhlichkeit, mit der sie ihr Leben angepackt hat und auch die Probleme, die sie hatte. Aus ihrem Leben können wir lernen, sagte Königin Elisabeth II. Prinz Eduard von Anhalt, eine ganz kurze Einschätzung von Ihnen. Ist das das, was die Menschen hier erwarten konnten? Ich glaube, es ist der Sieg Dianas posthum auf der ganzen Linie. So viel Emotionen von einer Königin aus England hat es wahrscheinlich auch noch nie gegeben. Zu sagen, es ist schön, dass es diese Frau gegeben hat, ist, glaube ich, also ein Lob, das ist einmalig. Und all das, was sie gesagt hat, jeder Satz war ein Lob, war ein Danksagung an dieses frühere Mitglied und vor allem aber auch an die Mutter des zukünftigen Königs. Ganz herzlichen Dank, Prinz Eduard von Anhalt. Das war es für diesen Abend hier aus London. Sie sahen eben gerade also die Live-Berichterstattung von der Rede von Königin Elisabeth zum Tod von Prinzessin Diana. Wir werden uns morgen wieder melden, live hier aus London um genau 9 Uhr mit unserer Berichterstattung zur Trauerfeier. Hier beginnt es jetzt auch noch zu regnen.
Ich gebe damit zurück nach Köln. Morgen, wie gesagt, um 9 Uhr, dann wieder hier aus London. Bis 13 Uhr werden wir über die Trauerfeierlichkeiten berichten. Dankeschön, Peter. Wir sehen uns um 9 Uhr wieder. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Christian Heckel anzusagen mit den Wetteraussichten. Der schonende Übergang von Sommer auf Herbst abgeschlossen. Hinter mir noch einmal ein Sonnenaufgang knapp südlich von München in der dort liegenden sommerlichen Warmluft. Und diese Art von Schäfchenwolken leider schon typisch für das nahe Ende der alpinen Schönwetterperiode. Das Warum und Wieso wird beim Blick auf den Europasatellitenfilm sofort einsichtig. Die schmale Kaltfront hier, die kommt rasch näher. Dahinter lauert kühle Luft aus dem Seegebiet vor Island und die erreicht bis morgen Abend die Alpen. Damit nochmal zurück zu den Bildern vom bayerischen Alpenrand. Hier geht heute Abend die Sonne vorerst zum letzten Mal unter. Dann wird's Nacht und morgen im Laufe des Tages gibt's verbreitet Regen bis rauf zur Donau. Nördlich davon reißt die Wolkendecke rasch auf, im Rheinland für kurze Zeit sogar überwiegend sonniges Wetter. Und genau diese Verteilung zeigt auch die Samstagskarte. Doch selbst der etwas sonnigere Streifen in der Mitte, der hält nicht ewig, denn von der Nordsee ziehen bald Schauer und später auch Gewitterwolken auf. Temperaturen deutlich frischer als heute bei 18 bis höchstens 23 Grad. Am Sonntag liegen die sonnigen Aufhellungen noch etwas weiter südlich. Der unmittelbare Alpenrand leidet unter den Resten des samstäglichen Regens. Und auch der Westen und Norden wird bald wieder eingepackt, dick mit Wolkenwind und Nässe. Temperaturen dabei nochmal runter auf tiefherbstliche 17 bis 21 Grad. Das Wetter in London erst sonnig, später wolkig und insgesamt trocken. Damit wünsche ich Ihnen ein erholsames und vielleicht auch fernsehreiches Wochenende. Dankeschön, Christian. Und wie wir gerade erfahren haben, wurde in Lausanne soeben die Siegerstadt bekannt gegeben, die im Jahr 2004 die Olympischen Spiele ausrichten wird. Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees fiel auf Athen. Das war's für heute aus der Nachrichtenredaktion. Mehr zu der Ansprache der Königin und zu den Trauervorbereitungen im Laufe des ganzen Abends bei RTL. Zunächst in Explosiv, dann in Live mit Birgit Schrowange. Und Heiner Bremer meldet sich um Mitternacht live aus London. Tschüss. We'll be right back.